Nicht sein. Doch, Joe. Sie lassen sich nicht stoppen. Dann hol Harry und Peter und sag ihnen, dass ich komme. Wir sind sicher zu weit gefahren. Wir sind nicht zu weit gefahren. Komm ich von hier oder du? Muss irgendwo da hinten sein. Ich bin einfach zu früh abgebogen. Ist auch kein Wunder bei den ganzen neuen Straßen, die hier gebaut haben. Die im Hotel haben gesagt, wir sollen diese Straße nehmen. Haben sie sich geirrt. Geworden. Ich hätte sie fast über den Haufen gefahren. Aber eben nur fast. Sie wissen nicht zufällig, wie es jetzt zur Rosebud Farm geht? Zum alten Bernhard. Fahren Sie mir hinterher. Und wenn ich Ihnen ein Zeichen gebe, lege ich es runter, immer geradeaus. Und sehen Sie, ich wusste doch, dass Sie mir helfen würden. Wir können dem hinterherfahren. Was für ein Irrer. Das tun sie ja alle. Muss ich wegen denen nicht schminken. Schatz, du bist wirklich schön genug. Deinem Vater wär's sicher lieber, wenn du allein kämst. Er ist froh, dass ich überhaupt komme. Doch auch? Stimmt. Ich bin wirklich froh, dass du mich dazu überredet hast. Es war eine so schöne Woche. Vorbei unser Urlaub. Jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Und keine Angst, Schatz, ich werde mich vorbildlich benehmen. Ihr könnt es ein, wenn ich euch ein Zeichen gebe. Wir hatten eine klare Abmachung. Eine ganz klare Vereinbarung, dass hier nicht mehr gebaut wird. Wir hatten vereinbart, lieber Goren, und zwar Ihr Chef und ich, dass hier keine einzige Hütte mehr aufgestellt wird. Keine Aufregung, Usin Kubo. Keine Aufregung. Wir haben die Wasseranschlüsse bereits beantragt. Es geht nicht um die verdammten Wasseranschlüsse und auch nicht um die Toiletten. Es geht um die Kontamination des Bodens. Ich will die Laborergebnisse sehen, bevor hier noch ein Handgriff gemacht wird. Haben wir uns verstanden? Wir sind Bauleute, keine Ökologen. Außerdem ist alles okay. Wirklich alles im grünen Bereich. Usimbubu, glauben Sie mir, es ist alles im grünen Bereich. Ehrlich, Usimbubu, sind Sie verrückt geworden? Hey, sind Sie verrückt geworden? Greifen Sie Ihre Männer zurück, Goren. Und zwar auf der Stelle. Ich will ja keinen sehen, bevor Sie mir bewiesen haben, dass hier menschliche Behausungen entstehen können. Und wenn das nicht klar ist, dann schicke ich Ihnen die Behörden auf den Hals. Haben wir uns verstanden? Sie haben uns nicht verstanden, Joe. Karl Hauer persönlich. Ganz genau, ich. Ich werde nicht zulassen, dass Sie sich hier einmischen. Haben Sie mal die kranken Kinder gesehen, die hier früher gelebt haben? Wie sie jetzt in den Krankenhäusern liegen, mit schwersten Atembeschwerden und teilweise sterben? Kinder sterben hier tagtäglich. Niemand kann Ihnen sagen, wieso und warum. Wenn Sie mir nicht beweisen können, dass die Kinder unseretwegen sterben, werde ich hier weitermachen.
Oder wollen Sie, dass ich meine Vereinbarung mit dem Minister nicht einhalten kann? Mit dem Minister, der auch für Ihre Schulen zuständig ist? Wir sollten uns nicht in die Quere kommen. Und wir werden uns auch nicht in die Quere kommen, da bin ich mir sicher. Machen Sie Ihren Job, Hauer. Dann mache ich meinen. Zu viel versprochen? Hallo, Vater. Ich freue mich, dass du wieder zu Hause bist. Vater, das ist Miriam. Guten Tag. Warum bist du so spät? Ja, wir kommen direkt vom Kap und die ganzen neuen Straßen hier, die Entfernungen. Ich habe das total unterschätzt. Naja, nach 10 Jahren. Hauptsache, du bist wieder hier. Gott sei Dank. Endlich, Stefan. Bernhard hat schon gedacht, du kommst doch nicht. Wie an seinem 65. Da haben wir alle vergeblich auf dich gewartet. Das sind doch alte Geschichten, Denise. Schön siehst du aus. Danke, Stefan. Das hast du früher auch immer zu mir gesagt. Ich bin Denise. Hallo. Das ist Miriam. Meine Frau. Das heißt, wir werden erst heiraten in 2 Monaten. Das ist ja... Herzlichen Glückwunsch, Miriam. Ihr wollt euch sicher erfrischen. Betty hat alles vorbereitet, Obst, Kaffee. Danke. 20 Minuten. Dann ist Abfahrt. Typisch, Stefan. Bringt irgendein Mädchen und stellt mich vor vollendete Tatsachen. Jetzt verdirb uns bloß nicht allen die Laune und genieße deinen Geburtstag. Sie macht doch einen netten Eindruck. Das ist keine Art. Egal, ob sie nett ist oder nicht. Sie ist vor allem sehr hübsch. Hätten wir uns ruhig mehr Zeit lassen können, hätte ich noch was essen können. Ich war fast um vor Hunger. Kann man nicht in dem Coffeeshop da unten noch was kaufen? Das ist zu spät. Stefan! Hallo! Du bist tatsächlich gekommen! Hallo. Das ist ein gutes Timing! Darf ich dir vorstellen, Miriam? Ja, kaum passt man nicht auf, dann sind sie schon weg, die Frauen. Kann ich bitte 2 Donuts zu mitnehmen haben? Einen Moment, bitte. Drängeln Sie sich immer so vor. Wie kommen Sie denn hierher? Wie Sie? Mit dem Auto. Dann nehmen Sie schon. Sie kriegen sonst keinen Sitzplatz mehr. Danke. Wo bist du denn? Du kannst doch nicht einfach abhauen. Wie du siehst, kann ich. Da sitzt mein Sohn. Der liebe Gott hat sicher nichts dagegen. Thank you.
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bitte setzt euch. Wir danken Gott für unseren Bruder Bernhard und wünschen ihm zum 70. Geburtstag alles Gute und Gottes reichen Segen. Kannst jetzt nicht stören. Er muss gleich kommen, sonst ist sie tot. Sterben wird sie so oder so, da kann er auch nicht helfen. Der Leib Christi. Amen. Das Blut Christi. Amen. Gott segne dich, Bernhard, an diesem besonderen Tag. Hol schon mal die Wagen. Mango! Ich hatte dir verboten, die Farm zu verlassen. Ich weiß, es ist deine Lieblingsschwester. Und das Baby? Heute feiert der Boss Geburtstag. Das ist ein besonderer Tag, den darfst du nicht stören. Schau, wie glücklich er ist. Nochmal. Alles gut, Kinder. Joe! Mensch, ne? Dieser Bursche hat mich vor 10 Jahren einfach verlassen. Mich, seinen Vater und sein Land. Aber so im Doppelpack funktionieren wir doch ganz gut. Du als Bischof, ich der verlorene Sohn. Er hat mich so vermisst, der treue Freund, dass er auch nicht eine einzige Karte geschrieben hat. Du weißt doch, ich kann nicht schreiben. Das passt. Ich hätte sie auch eher für den Farmverwalter, den Schafzüchter oder so gehalten. Ja, das würde ich auch immer gerne werden. Ja, aber dann ist ihm sein notorisches Sendungsbewusstsein dazwischen gekommen. Sag mal, habt ihr euch schon kennengelernt, oder? Mhm. Naja, umso besser. Dann fällt es mir nämlich leichter, sie zu überzeugen, dass... Du musst sofort kommen, Osimwobo. Sie will deinen Segen. Mango. Ja, entschuldigt mich. Wir sehen uns später. Wer war das? Ein unserer Arbeiter. Komm, ich stelle Ben vor. Er mischt sich in zu viel ein. Ja, Gott sei Dank. Ich kann das auf den Tod nicht ausstehen. Steve, es tut mir so leid. Ich liebe sie. Verstehst du, Mann? Ich liebe sie. Ich weiß. Meinen herzlichen Glückwunsch. Das war ein wunderbarer Gottesdienst. Danke, Anina. Erkennt ihr euch? Nein. Karl Hauer, Anina Tulani, Kapstadts beste Anwältin. Du wirst in Zukunft nichts mehr zu lachen haben, wenn wir uns streiten. Was ist? Kommst du? Ich kann nicht. Geh du. Geh schon. Geh. Dein Mann ist schon da drin. Aber auch du wirst dir nicht mehr helfen können. Ich hole sie nach Hause, zu den Ahnen. Ich werde mich darüber mit dir nicht streiten, Mtubili. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Dich und dein ungeborenes Kind, das noch nicht ohne dich leben kann, bei sich aufnehmen. Du wirst vergessen, was dich auf Erden an Kummer und Sorgen bedrückt hat.
Schlafe und ruhe in Frieden. Friede sei mit dir. Amen. Niemand mit einem Kind im Bauch geht in Frieden. Dein Gott Osimbubo hat uns alle verraten. Die Krankheit des weißen Mannes tötet mein Volk. Wir werden sie, wie ich dir versprochen habe, bei den Vorfahren begraben. Dadurch wird es auch nicht besser. Singi, lass ihn. Hier kommt Steve. Und Sophia haben gesagt, dass sie die Kinder bei sich aufnehmen werden. Die haben doch selber zwei Kinder und viel zu wenig Platz. Die älteste Schwester ist verantwortlich. Das ist normal. Außerdem, wie soll es sonst gehen? Steve arbeitet den ganzen Tag. Mango hat gerade seine Beschneidung hinter sich. Und die Oma, die kann das nicht mehr. Glaub mir, es ist das Beste so. Es sind einfach viel zu viele. Petronella hätte nicht sterben müssen, wenn dein Freund Bernhard seinen Leuten die Medizin gegeben hätte. Wem sollen wir die Medikamente geben, wenn wir noch nicht mal wissen, wer von ihnen HIV-positiv ist? Sie müssen alle getestet werden. Du weißt genau, dass man sie nicht zwingen kann. Wenn du sie bittest, würden sie es tun. Ich habe das so oft versucht. Dann musst du weiter zuschauen, wie sie sterben. Frauen, Kinder und Babys. Eine Sekunde. Oma, wir werden uns um alle kümmern, das verspreche ich dir. Dein Gott hat uns alle verraten. Er tötet mein Volk. Sie werden dieses Land lieben. Sicher? Aber ganz sicher. Man braucht eine Weile, bis man sich an die Schwarzen gewöhnt. Aber sie sind Menschen. Menschen wie wir. Karl, du hast lange genug getanzt. Herzlichen Glückwunsch, Stefan. Dankeschön. Jetzt muss ich mit Karl tanzen. Ja. Denise, du wirst immer schön. Karl, ich muss mit Ihnen reden. Entschuldigung. Trinken Sie einen Schluck, Bischof. Sie werden ganz bestimmt nicht heute Abend die Probleme dieser Welt lösen. Na sowas, das ist aber schön. Bitte. Es hat sich doch einiges geändert, seit ich weg bin. Na, Karl zum Beispiel. Das wäre damals undenkbar gewesen. Was? Dass er mit Alina Tolani tanzt. Wieso? Sie ist doch wunderschön. Ich bin sehr glücklich. Schatz, vor 10 Jahren hätte ich ja niemals mit einer Schwarzen getanzt. Stefan, kommst du mal bitte? Ganz kurz. Komm rein. Ciao. Gestatten? Können Sie das überhaupt, Bischof? Sie meinen tanzen? Wie viele Gesichter haben Sie noch? Eigentlich nur das eine. Wenn Sie nicht nach Äußerlichkeiten gehen. Ich brauche mal etwas frische Luft.
Sie sind ein hervorragender Tänzer. Machen Sie sich nur lustig über mich. Würde mir nie einfallen. Du entschuldigst. Ich muss sie dir wieder entführen. Darf ich noch einmal ganz kurz um eure Aufmerksamkeit bitten? Meine lieben Freunde, ihr wisst ja alle, Stefan ist nach Deutschland gegangen. Er hat dort studiert und ist jetzt ein erfolgreicher Chirurg. Das waren 10 sehr lange Jahre ohne ihn. Und nun ist es mir endlich gelungen, ihn doch einmal nach Hause zu lotsen. Ein Hauptgrund für mich, 70 zu werden. Stefan ist nicht allein gekommen. Er hat Miriam mitgebracht. Ohne sie wäre er vielleicht gar nicht gekommen. Und wir freuen uns, Denise und ich, Miriam in unserer Mitte begrüßen zu können. Und bei der Gelegenheit möchte ich euch noch etwas sagen. Stefan und Miriam werden heiraten. Hier auf Rosebud. Im Mai. Damit wir alle bald wieder so glücklich zusammen sein können. Ich bin zwar ziemlich fit, aber eben auch schon ein bisschen alt. Und ich habe einen Herzenswunsch, dass Stefan wieder ganz zu uns kommt. Wann immer du magst. Rosebud wartet auf dich. Ich wollte ihn immer heiraten. Stefan war der einzige Mann, den ich jemals heiraten wollte. Seit 2 Jahren. Und jetzt? Jetzt heirate ich dann wohl in Afrika. Welcome home. Für Stefan war das immer seine Heimat. Stefans Zuhause ist hier. Ist ja wirklich wunderschön hier. Eigentlich. Es ist halt gewöhnungsbedürftig. Altmodisch. Irgendwie kolonialistisch. Reaktionär? Das ist ungerecht. Bernard ist einer der progressivsten und offensten Menschen, die ich kenne. Den Eindruck hat er nicht auf mich gemacht. Er freut sich, dass sein Sohn eine so schöne Frau heiratet. Das tut jeder Vater. Vor allem Geistlichen charmieren sie ganz schön rum. Das täuscht, weil ich so wenig Übung habe. Und ich dachte immer, Gottesmänner wie Sie sind ganz streng und uneitel. Ganz im Gegenteil. Wenn man hier nicht maßlos egozentrisch ist, kommt man zwangsläufig unter die Räder. Riechen Sie auch was? Lavendel und Jasmin. Sind Sie da drin?
Bleib stehen! Du kannst da nicht reingehen! Du wirst dann von den Ahnen verflucht! Stefan! Stefan! Schnell bringt sie ins Haus! Mein Gott! Sie leben! Wir leben. Was willst du? Fass mich nicht an. Ihre Tasche. Danke. Das ist nett von dir. Behalten Sie Ihr Geld. Zimmer wollen. Sie können auch den anderen Eingang nehmen. Unvorstellbar, wenn die Kinder verbrannt werden. Feuer ist furchtbar mächtig. Stärker als die Menschen. Aber wenn das Feuer von den Vorfahren kommt, darf der Mensch sich nicht einmischen. Das heißt, die Kinder hätten sterben sollen? Wenn die Vorfahren das Feuer schicken, ist das ein Zeichen. Und die Vorfahren würden die Kinder ohne Grund dem Feuer nie überlassen. Das ist doch abergläubischer Schwachsinn. Sie glauben aber daran, Miriam. Seit Jahrhunderten. Wenn die Vorfahren das Feuer schicken, ist das ein Zeichen. Eine Warnung. Vielleicht liegt ein Fluch über dem Haus. Wally. Morgen werden alle froh sein, dass die Kinder noch leben. Hm? Gute Nacht. Komm. Danke. So, jetzt legst du dich da rein, ja? Ist das ein Segen? Jetzt schlaf dir schön. Ja? Sophia. Du bleibst jetzt bei ihm, ja? Bis sie sich beruhigen. Hm? Wenn ihr irgendwas braucht, dann ruft ihr mich einfach. Danke. Ich verstehe die alle nicht. Ihr habt das einzig Richtige getan. Aus unserer Sicht ja. Aber es gibt auch noch eine andere. Und wir Weißen bringen hier immer wieder alles durcheinander. Ich bin so froh, dass da nichts passiert ist. Fair war das nicht von dir und deinem Vater. Kennst du zu Hause einen waschechten Bischof, der uns angemessen trauen könnte? Der noch dazu mein Freund ist? Es ist so verrückt. Ich kann mir plötzlich wieder vorstellen, hier zu leben. Mit dir. Also wenn du mich fragst... Ich frag dich aber nicht. Nein, ernsthaft, hier unten könnte ich doch... Ja, als Wunder Dr. Albert Stefan Schweitzer große Dinge vollbringen? Vergiss es, mein Schatz. Die haben ja so viele Medizinmänner und Wunderheiler. Oder soll ich allein zurückfliegen? Du weißt, ich muss am Dienstag diesen Vortrag halten. Wer redet denn davon? Hm. Was ist denn? Entschuldigung, aber der Bischof sucht nach Ihnen. Ist gut. Nicht wirklich. Das dauert ja nicht lang, mein Schatz. Bravo! 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 Bravo!
Yabona ibishwane shwangusha liyawugqiba umsi. Kodwa manje ulibele ukuhlala. Fanami banathi. Camaku! Camaku! Ist ja fast wie früher. Nichts ist wie früher. Stimmt. Das Land ist endlich frei. Es sterben zu viele. Es ist wie ein Fluch. Ein Fluch? Joe, pass mal auf, dass das dein Chef nicht hört. Manchmal denke ich, vielleicht hat der Sangoma doch recht. Vielleicht rauben wir ihnen ihre Seelen. Mit unserem Glauben, unserer Präsenz. Was ist denn mit dir los? Also, wenn ich früher auch nur ansatzweise gewagt hätte, sowas zu sagen, dann hätte ich dich gekillt, ich weiß. Aber heute... Ich hätte noch mal nach ihnen schauen müssen. Mach dich nicht verrückt, Bernhard. Den Kindern ist nichts passiert, Gott sei Dank. Gott sei Dank haben sie noch ihre Mutter. Wenn ich an Petronellas Kinder denke, sie hätte nicht sterben müssen. Und täglich kommen fast 2000 Neuinfektionen dazu, sagt Jo. Wenn es wohl bei uns als Nächsten trifft. Sprich noch mal mit Harari. Nur er kann was bewegen. Die Frauen sind machtlos in diesem Land. Das weißt du doch. Vor allem du, mein Schatz. Warum bist du gegangen? Ohne was zu sagen. Joe, ich hab's nicht ertragen. Das hat Mama damals umgebracht. Seine Affäre mit Denise? Blödsinn. Das ist Quatsch. Deine Mutter war todkrank. Das war nicht die Krankheit. Mama ist an gebrochenem Herzen gestorben. Und 6 Monate später. Mama war noch keine 6 Monate tot, hat er geheiratet. Denise kann überhaupt nichts dafür. Das weiß ich. Aber du. Du hast 21 Jahre mit Mama einfach weggeworfen. Wie kann man das? Wie kann man 21 Jahre einfach so vergessen? Verstehe ich. Er hat deine Mutter bis heute nicht vergessen. Es hat sich ja nichts geändert hier. Mit seinem ewig versöhnlichen Harmoniegesülze, das geht einem so tierisch auf den Keks. Wenn Jo nicht gewesen wäre, hätte ich sie nie geheiratet. Was heißt das denn jetzt? Du liebst sie nicht? Beide. Beide habe ich geliebt. Ach, mein Vater. Wenn man zwei gleichzeitig liebt, ist eine Liebe davon nichts wert. Und weil du dir dessen so sicher bist, muss ich mich schuldig fühlen. Nein, Stefan. Nein. Ich fühle mich schuldig, weil ich ihr nichts gesagt habe. Da kann ich dich beruhigen, sie hat's auch so verstanden. Was hat sie auch so verstanden? Genau das. Mama hat alles gewusst. Von dir und Denise. Du hast nichts gesagt, ja. Vater, du hast nie was gesagt. Du hast Anweisungen gegeben, aber geredet hast du nicht mit uns, mit Mama nicht und mit mir nicht. Das war an dem Abend, bevor Mama starb. Du warst wieder bei Denise. Und ich habe ihr irgendwas vorgelogen, dass du dringend irgendwo hin musst. Da hat sie mich in den Arm genommen und gesagt, ich soll endlich aufhören zu lügen. Ich. Und dass sie weiß, dass du sie trotzdem liebst. Und dass sie weiß, dass du sie nie verlassen wirst. Warum, um Gottes Willen, bist du denn dann weggegangen? Ich hab dich so gehasst dafür, Vater. Dass sie dir schon längst verziehen hatte. Das hast du nicht verdient. Das hast du nicht verdient. Und dass du nicht kapiert hast, was mit dir war. Und dass du nicht kapiert hast, was mit mir war. Thank you.
Wenn ich mitnehme, du bist doch in letzter Zeit viel zu wenig geflogen. Nein, ich möchte mit dir allein sein und dir das Land zeigen, das Vater gehört. Ich habe einfach Angst. Wovor? Dass wir abstürzen? Da bin ich fatalistisch. Nein, dass du wieder zurück willst. Und, wäre das so schlimm? Ich will hier nicht leben. Ich kann hier nicht leben, so schön es jetzt ist. Miriam, du könntest hier unterrichten, du könntest AIDS-Aufklärung betreiben, medizinische Vorsorge, weiß der Teufel was. Stefan, bitte versuch nicht, mich zu überreden. Ich will einfach nicht. Wenn du unbedingt wieder zurück möchtest, dann mach das. Aber so brutal das jetzt klingt, das wäre eine Entscheidung gegen mich. Gegen uns. Urlaub hin und wieder ist schon in Ordnung. Naja. Ist schon okay. Ich bin im Moment einfach ein bisschen sentimental. Ich hab schon ganz vergessen, wie sehr mir das hier alles fehlt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hast du mir endlich verziehen? Denise. Das ist eine Sache zwischen Vater und mir. Mit dir hat er das nie was zu tun. Aber in deinem Innersten hast du doch immer mich verdammt. Es ist ja wohl logisch, dass ich als Sohn zu meiner Mutter halte. Du warst jung und schön und Mama hatte gegen dich keine Chance. Dachte ich. Aber komm, das ist alles so lange her. Und wenn ich euch beide heute so ansehe, dann freue ich mich für ihn. Und für dich. Wir fliegen heute zurück. Ja. Und ihr seid gerade erst angekommen. Wir müssen beide am Montag wieder arbeiten. Guten Morgen. Ja, das ist so schade. Guten Morgen, Miriam. Sind Sie auch Ärztin? Könnt ihr euch vielleicht duzen? Ich bin Physiotherapeutin. Also eine moderne Wunderheilerin. Sag sowas bloß nicht. Sei nicht blöd, aber wirklich, was ich mache, hat mit dieser esoterischen Masche, die alle heute drauf haben, nichts zu tun. Für Miriam sind das nämlich alles Scharlatane. Genau. Und du brauchst dich darüber gar nicht lustig zu machen. Ich bin todernst. Sie sind weg! Alle weg! Weiter als Makomba können sie nicht sein. So kurz vor der Ernte, dieses verdammte Pack. Und wenn mir der Sagoma noch mal unterkommt, schmeiß ich sie alle raus und hol mir neue. Erik, ich kann das nicht ausstehen, wenn du so redest. Reg dich nicht auf, Denise, wir fahren hin. Bitte ruf Jo an. Stefan, du kommst mit. Ist das nicht gefährlich? Ich will nicht, dass du den Ruf fährst. Ich bin gleich wieder. Was mischt die sich ein? Ich glaube, Bernhard kann mich nicht ausstehen. Nein, Miriam. Bernhard ist nervös jetzt. Wahrscheinlich hat der Sangoma den Leuten erzählt. Wer? Ein Sangoma, das ist ein Kräuterarzt, ein Wunderheiler hier. Also der hat wahrscheinlich den Leuten erzählt, dass die Farm nach dem Feuer verflucht ist, dass einer sterben muss. Und deshalb sind die alle abgehauen? Ja. Ich denke, die sind alle Christen. Ja, natürlich, auch wenn sie gläubige Christen sind. Aber da gibt es immer noch das Alte, die Tradition. Wie geht es deiner Mutter? Jane kümmert sich um sie und ist bei ihr. Und ich komme schon wieder zu spät. Sie muss eine Menge mit mir aushalten. Joe, warum kommst du uns nicht mehr besuchen? Emily. Er kommt nicht, Emily, weil er hat uns längst komplett vergessen. Das ist doch Blödsinn, Jane. Du weißt doch, wie es bei mir im Moment aussieht. Ich habe noch nicht mal Zeit für mich selber. Die hast du doch sowieso nie. Sonst müsstest du mal über dein Leben nachdenken.
Mein Leben ist, wie es ist. Genau. Es ist, wie es ist. Das war schon immer so. Danke, dass du dich um Mutter gekümmert hast. Ich war mit ihr beim Arzt, aber der ist ja auch nicht mehr gut genug. Jetzt will sie zum Spezialisten nach Kapstadt. Ich weiß. Sie glaubt, ihr Bänderriss ist schlimmer als eine ansteckende Krankheit. Joe! Kommst du mal? Johannes! Schön, dass du beim Training für die neuen Lehrkräfte mitmachst. Wir tun doch alle immer, was du willst. Joe, ich will, dass du uns wieder öfters besuchen kommst. Ich komm wieder, versprochen. Mach's gut, meine Kleine. Wo bleibst du denn? Na, das Essen ist total verkocht. Wieso? Du isst doch mittags nur Salat. Sag ich ja. Dein ganzes Essen ist kalt. Mutter, ich habe doch gesagt, dass ich mittags nicht nach Hause komme. Das habe ich doch gesagt, Nana, oder? Ja, Hochwürden, das haben Sie gesagt. Dass Jane immer noch so an dir hängt? Also ich hätte dich längst. Jetzt komm, jetzt hilf mir doch mal. Ach, Jan, weil du sie andauernd ausnutzt, behandelt sie mich schlecht. Sagt, mein Knie wird steif, wenn ich nicht turne. Na, da so ein Quatsch. Dann habe ich die ganze Zeit diesen wildfremden Mann unterhalten müssen. Was doch wirklich. Also, wenn Sie darauf bestehen, können Sie meinetwegen mitessen. Mutter. Harry, was gibt's denn? Ich habe die Ergebnisse der Bodenuntersuchung. Der Hügel ist zweifellos kontaminiert. Sicher? Ganz sicher. Hier, lesen Sie selbst. Dann erwirken wir einen sofortigen Baustopp. Das habe ich schon versucht. Dann gehe ich persönlich zum Minister. Karl wird das sicher auch interessieren. Hör zu, Corin, ruf den Kirchenfritzen an und sag ihm, dass mich seine Ökonummern in 100 Jahren nicht interessieren. Was? Ach, der kann mich am Arsch lecken. Das würde ich uns beiden gerne ersparen. Na, sowas? Ich wollte Sie gerade anrufen. Was machen Sie denn hier? Der Öko-Fritze wollte sich mal ansehen, was sich der Baufritze Hauer so alles unter den Nagel reißt. Beachtlich. Wie viele Golfplätze haben Sie denn schon? Och, etliche. Und die Baugenehmigungen bekommen Sie, weil... Weil ich die Leute schmiere? So einfach geht das heutzutage nicht mehr, Bischof. Da muss man schon noch was dazu tun. Zum Beispiel Hütten bauen für die armen Schwarzen. Ganz genau. Hütten bauen für die armen Schwarzen. Ich würde für Sie auch Kirchen bauen. Also wissen Sie, mir persönlich ist es völlig egal, ob anglikanisch, jüdisch, protestantisch oder sonst was. Ersparen Sie mir Ihren Zynismus. Sie wissen ganz genau, wie die Geschäfte funktionieren, ne? Eine Hand wäscht die andere. Was wollen Sie eigentlich? Dieser Hüttenbau ist eine gute Sache. Und wo Sie bauen, interessiert Sie überhaupt nicht? Auf Müllhalden? Hier, die Untersuchungen. Das ist alles verseucht. Also beschweren Sie sich bei der Regierung. Die Regierung stellt mir das Land zur Verfügung. Ich baue nur die Häuser. Und zwar zahle ich die auch aus meiner eigenen Tasche. Was soll das? Verschonen Sie mich mit diesen Propagandafotos. Mit Fakten können Sie mich überzeugen. Ich schaue mir es später noch an. Schönen Tag noch. Ich sag dir, Harari, die klauen euch hier die letzten Matratzen unterm Hintern weg. Und Arbeit kriegt ihr auch keine. Singi, Steve und die anderen hängen hier rum und kommen auf dumme Gedanken. Es liegt ein Fluch über deinem Haus. Bist du nun Christ oder nicht? Dieses Voodoo-Zeug, das Mtobeli euch einredet. Das ist doch Unsinn. Niemand redet mir was ein, glaub mir. Die Vorfahren haben ein Zeichen gesetzt. Und sie verlangen ein Opfer. Ja, dass wir die Hütten wieder aufbauen. Das mache ich auch. Und ihr kommt zurück. Die, die zurückkehren, werden krank und müssen sterben. Okay, Harari. Überlegt es euch. Ich komme wieder, wenn die Zeit da ist. Du meinst, wenn deine Initiationszeit vorbei ist? Dann bin ich endlich ein Mann und kann tun, was ich will. Das klingt doch vielversprechend. Ich glaube nur an mich. Ukamata und euer Gott. Da hat die Oma recht. Die scheren sich wirklich einen Scheißdreck um uns. Ich werd alt. Allein schaffe ich das nicht mehr. Ich brauche deine Hilfe, Stefan. Das ist unmöglich, Vater. Wie stellst du dir das vor? Ja.
doch wie ein richtiger Farmer. Wenn überhaupt, ein Hilfsfarmer. Ich wollte Stefan noch mal sehen, vor der Abreise. Vielleicht auch nicht. Sie sollten in der Mittagssonne immer einen Hut tragen. Ich kann schon selber auf mich aufpassen. Okay so? Wenn ich ganz ehrlich bin, wollte ich Sie auch sehen. Das beruhigt mich. Wäre total eifersüchtig gewesen, wenn Sie nur wegen Stefan gekommen wären. Vor allen Dingen bin ich gekommen, weil mich Bernhard um Hilfe gebeten hat. Ich wollte ihn mitnehmen zum Sangoma, aber es sind dann ausgeflogen. Ich nicht, und ich fand es nicht uninteressant. Tatsächlich. Warum bringst du deine Frau nicht mit? Sie ist die Frau meines Freundes. Du kannst deine Frau nicht auf der Straße stehen lassen. Bring sie herein. Entspann dich, Joe, entspann dich. Ich habe keinen von der Farm vertrieben. Die Männer sind loyal. Da geht keiner von allein. Wenn Feuer entsteht, einfach so, ohne fremde Einwirkung, dann ist das ein Zeichen. Der Ort ist entweiht. Ja, hätten wir sie vielleicht verbrennen lassen sollen. Aber wenn der Ort nicht gereinigt wird, dann ist es ein schlechter Ort. Das habe ich gesagt, mehr nicht. Du bist ein guter Mann. Pass auf deine Frau auf und gehe jetzt. Kommen Sie, der hat eine gestörte Wahrnehmung. Haben Sie ein Problem damit, für meine Frau gehalten zu werden? Entschuldigung. Hallo? Na, Jane, was gibt's denn? Was heißt Spende von Karl Hauer? Okay, ich komme. Wann geht Ihr Flug? Heute Abend, wieso? Dann haben Sie ja noch ein bisschen Zeit. Ich weiß nicht. Der will doch bloß ein schlechtes Gewissen reinmachen. Am liebsten würde ich Karl Hauer die ganze Ladung vor die Füße kippen. Ja, das wirst du schön lassen. Du weißt genau, wie gut wir die Schulbücher gebrauchen können. Manchmal muss man halt seinen Stolz runterschlucken. Also Miriam, nicht nur hübsch, auch sehr intelligent. Da habe ich ja Glück gehabt. Wieso? Sie ist doch die Frau deines besten Freundes. Eben. Hm? Ah, deine Mutter. Auch das noch. Emily! Na? Deine Mami ist total schlecht erzogen. Die meckert immer nur rum. Oh, da habe ich wohl irgendwas falsch gemacht. Und wer ist die? Ich bin Miriam. Joe hat mich mitgebracht. Ist das deine neue Freundin? Das ist nicht meine neue Freundin, Emily. Das ist eine neue Freundin. Was ist der Unterschied? Warum wäre ich eigentlich hierher gefahren, wenn ich nach Kapstadt zum Arzt muss? Wenn du in der Nähe bist, ist sie die reine Pest. Naja, wir müssen. Hilfst du mit? Ciao, Miriam. Guten Rückflug. Und komm uns mal wieder besuchen. Mutter, wir müssen nur noch kurz zu Bernhard. Wir sind aber gleich wieder da. Übrigens, das ist Miriam. Miriam, meine Mutter. Ja, aber du wolltest mich doch fahren. Johannes, du holst mich doch pünktlich. Ja, Mutter, pünktlich. Ja, ja. Ich hab schon gehofft, du bleibst doch länger in Afrika. Nimm die Abkürzung, die ich dir gezeigt habe, sonst kommt ihr wirklich zu spät. Joe, wir sehen uns wieder in der Kirche. Ja. Abgemacht. Danke, es war sehr schön. Komm bald wieder, auch wenn sie das nicht will. Danke, das
war ein ganz besonderes Erlebnis für mich. Danke. Danke und tschüss. Wir müssen. Ich bin froh, dass ihr euch so gut versteht. Er ist mir sehr wichtig. Er ist so nett wie schöflich. Was? Na ja, irgendwie unerfahren. Du bist unmöglich. Musstest wieder deine Wirkung testen, ha? Nachdem dein Vater mich total ablehnt? Stefan, ich muss mal. Bitte. Was, hier mitten auf der Straße? Miriam, hier ist weit und breit kein Mensch. Nee, lieber da vorne. Professor auf der Welt kann dir helfen, wenn du nicht selber ein bisschen mithilfst. Wenn es nach dem geht, habe ich eigentlich gar nichts. Ich wollte mich nicht mehr operieren. Ich soll meine Muskeln trainieren. Das reicht in meinem Alter. Das reicht, wenn du jeden Tag ein paar von deinen Übungen machst. Was ist denn, Johannes? Willst du hier festwachsen? Joe! Einen Moment, Mutter, ich komme gleich wieder. Warum habt ihr nur angehalten? Und auch noch aussteigen? Ihr seid in Afrika. Jedes Kind weiß, dass man das hier nicht tun darf. Lass sie in Ruhe, das bringt doch jetzt. Er hat recht, ich bin schuld. Wenn ich nicht ausgestiegen wäre, wäre das alles nicht passiert. Was soll das, Miriam? Was gewesen wäre, wenn? Vielleicht solltest du einfach mal für ihn beten. Zu wem? Zu dem Gott, der das alles hier zulässt?
Hörst du mich? Und ich tue alles für dich. Wirklich alles. Ich bleibe mit dir sogar in diesem gottverdammten, sonderbaren Land. Wenn du nur wieder gesund wirst. Er schläft ganz ruhig. Ruhen Sie sich doch ein bisschen aus. Ich werde die Typen finden, die ihm das angetan haben. Ja? Wir haben alles Menschenmögliche versucht, aber die Kugel hat das Rückenmark zerstört. Und was heißt das? Er wird von der Hüfte abwärts gelähmt bleiben. Dass wir bei der Schwere der Verletzung sein Leben retten konnten, ganz dann ein Wunder. Es geht nicht um Wunder. Es geht darum, das medizinisch Machbare zu tun, und zwar sofort. Ich werde Stefan nach Deutschland fliegen lassen. Frau Steiner, ich kann Sie nicht davon abhalten, aber es ist für Ihren Mann ein unvertretbares Risiko. Nein, es geht nicht darum, was Frau Steiner meint. Ich werde alles für Stefan tun. Ich werde das mit Frau Steiner besprechen. Ich verlange von dir, dass du diese Entscheidung den Ärzten überlässt. Und mir. Ich könnte Dr. Jacobs bitten, Stefans Krankentransport nach München zu begleiten. Das ist doch Wahnsinn, hast du doch selbst gehört. Ich verbiete dir. Ich lass mir von dir nichts verbieten. Stefan bleibt hier. Wir bringen ihn nach Hause, wenn er... Da kannst du ihn dann gemeinsam mit Denise und mir Tag und Nacht pflegen. Und wenn es irgendwo auf der Welt einen Arzt gibt, der ihn heilen kann, dann sorge ich dafür. Es ist auch deine Schuld, dass er... Miriam, du hast die letzten Tage kaum geschlafen. Ein Wunder, dass du dich zusammengeklappt bist. Du musst dich ausruhen. Denise wird sich um dich kümmern. Ich will Jo bitten, dass er dich auf die Farm fährt. Ja? Ich will vorher noch zur Polizei. Tja, das war wohl der Auslöser. Was war der Auslöser? Wenn er sich nicht gewehrt hätte, wäre er nicht angeschossen worden. Sie meinen, das dämliche Opfer ist auch noch selbst schuld? Ich nehme nur zu Protokoll, was Sie berichten, und ich spreche aus Erfahrung. Jeder hier in der Gegend weiß, dass man sich in solchen Situationen niemals wehrt, wenn man mit dem Leben davonkommen will. Auf jeden Fall verspreche ich Ihnen, wir werden alles tun, was wir können. Aber wie ich Ihnen schon sagte, es wird schwer. Sehr schwer. Joe, danke. Sehr schwer, sehr schwer. Was heißt das? Ich will, dass er die Täter findet, verdammt nochmal. Wofür sind die alle da? Wofür werden die vom Staat bezahlt? Was taugt ein Staat, der noch nicht mal in der Lage ist, ein Minimum an Sicherheit zu garantieren? Was ist das nur für ein Land? Man knallt einfach nieder, was sich in den Weg stellt. Aus, basta, vorbei. Ganz so einfach ist das nicht. So? Dann erklären Sie es mir. Ich verstehe es nämlich nicht. Gut. Steigen Sie an. Das eigentliche Problem hier ist nicht Gewalt, sondern Armut und AIDS. Selbst auf der Farm sterben sie. Die Petronella vor ein paar Tagen. Das ist Miriam. Das ist die Gesicht. Kommen Sie. Komm. Hallo. Ich
Mucho umsin. Ein Hambanai. Die Afuera Kulu Ruba Abelata. Die Fellung Faswan. Petronel. Das ist Miriam. Maria ist die Schwägerin der Verstorbenen. Sophia ist die Schwester von Petronella. Die vier Kinder von Petronella wohnen jetzt bei ihr und Singi im Haus. Und das hier ist Oma, die Großmutter von Petronella. Mango? Um dir und deiner Familie zu sagen, dass wir in dieser schweren Zeit des Schmerzes bei euch sind. Und ich bin hier, um euch zu sagen, dass die Gemeinde euch finanziell unterstützen wird, den Leichnam von Petronella in die Transkei zu überführen, damit sie da an der Seite ihrer Vorfahren die letzte Ruhe findet. Als Utsimwubu segne ich diese von Gott mit so vielen Prüfungen heimgesuchte Familie, damit Steve und Singi und Sophia die Kraft haben, den hinterbliebenen Kindern den Weg zu weisen in eine Zukunft, die hoffentlich besser aussehen und anders sein wird als jetzt. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinsamkeit des Heiligen Geistes sei mit euch, heute und in alle Ewigkeit. Amen. Das ist der Kleinste von Petronella. Hat er begriffen, dass er keine Mutter mehr hat? Nein. Alles okay? Solche Autos gibt's hier viele. Warum wird diese Frau nicht hier beerdigt? Warum so ein Aufstand und Transport über 1500 Kilometer? Wo würden Sie Ihre Liebsten beerdigen? In der Fremde oder zu Hause in Ihrer Heimat? Welche Frage? Sehen Sie, Petronellas Familie stammt nicht von hier. Sie wollen sie zur letzten Ruhe nach Hause bringen, zu ihren Ahnen. Dafür sind sie bereit, sich finanziell auf Jahre zu ruinieren. Ich habe mir es anders überlegt. Ich will nicht zurück zur Farm. Lieber schlafe ich auf dem Krankenhausflur. Wenn Sie wollen, können Sie bei uns übernachten. Bei uns? Ich wusste gar nicht, dass Sie Familie haben. Wenn Sie eine deutsche Kleinfamilie meinen, Ehefrau, zwei Kinder, damit kann ich leider nicht dienen. Aber meine Mutter würde sich sicher freuen. Sie leben mit Ihrer Mutter? Nein, ich lebe natürlich nicht mit meiner Mutter. Sie ist vorübergehend bei mir. Und wieso haben Sie keine Frau? Ich meine, als anglikanischer Bischof, Zölibat und so, das gibt's ja nicht. Ich habe Angst vor Frauen. Warum fragen Sie eigentlich so penetrant? Sie haben recht, zu blöd. Wirklich, es interessiert mich auch gar nicht. Da bin ich ja beruhigt. Ich finde halt nur, wenn man in so einem riesigen Land lebt und ganz alleine... Ich bin nicht allein. Außerdem ist das doch egal. Sie wollen nicht hier leben. Sie verstehen das sowieso nicht. Genau, ich will hier nicht leben. Ich würde mich immer von Ihnen bedroht fühlen. So nett und freundlich diese... Neger auch sind? Ja? Sprechen Sie es nur aus. Sie passen wirklich nicht hierher. Sie sind genauso festgefahren und verbohrt wie diese Buren, von denen es immer noch zu viele hier gibt. Ich will gar keine Umstände machen. Ich muss nur noch mal telefonieren und dann brauche ich ein Bett. Ja, schon gut. Mein Gott, Kindchen, wie Sie aussehen. Da hätte ich Sie auch mit nach Hause genommen. Ja, dann kommen Sie erst mal rein. Nana kann wunderbar kochen.
Was läuft denn hier für ein Wahnsinn? Gestern Abend standen hier genau 8 Hütten. Wie vorgestern Abend auch. Und dann über Nacht, bumm, waren sie da, wie Pilze aus dem Boden. Goren, was ist hier los? Ah, ich habe mich schwer ins Zeug gelegt und alle Papiere besorgt, die Hochwürden sehen wollten. Die Bodenwerte sind soweit in Ordnung. Keine Kontamination. Für niemand eine Gefahr. Das Zertifikat ist unterschrieben vom Chef der Behörde. Da ist die Telefonnummer, falls Sie es nachrufen wollen. Wir haben das schon gecheckt. Und alle anderen auch. Die Papiere sind doch alle gefaked. Das ist Bullshit. Hier, noch sind Sie nicht am Ziel. Nein, aber bis Ende nächster Woche schaffen wir es. Wenn wir so weiterbauen wie bisher. Hochwürden und schöne Grüße von Karl Hauer. Ich sag dir eines, dieses Annäherungs- und Versöhnungsgeschwafel von deinem Vorzeigepriester, das ist das Allerschlimmste. Jawohl, zurück zur alten Rassentrennung. Das ist es doch, was Sie wollen, Karl. Was heißt die Rassentrennung? Wer außer mir lässt sich das Wohl der Kaffer so viel kosten? 600 Hütten aus der eigenen Tasche. Und Sie kriegen von der Regierung die Grundstücke geschenkt und bauen Golfplätze darauf. Das wissen wir doch alles. Setzt euch doch erstmal. Er kann einfach nicht verstehen, dass ich damit verhindern helfe, dass eines Tages 2 Millionen Schwarze in den Townships aufstehen und nach Kapstadt marschieren und alles kurz und klein schlagen. Man übertreibt mich wieder so maßlos. Er hat humanitäre Motive, kaum zu glauben. Also wenn wir nicht etwas unternehmen, dann geht es uns bald so wie den Weißen in Simbabwe. Dann würden wir entweder verjagt oder ermordet. Schaut den armen Stefan an. Niedergeknallt, nur weil diese Ratten sich sicher fühlen. Weil niemand hart durchgreift. Und weil hier jeder mit Mord und Vergewaltigung davonkommt. Vielleicht verlangst du die Todesstrafe. Deine Mauer um Südafrika. Aber das geht nicht. Nein, natürlich nicht. Aber es müssen harte Zuzugsmaßnahmen her. Drakonische Strafen. Sonst fliegt uns hier alles um die Ohren. Es hat doch jeder Angst um sein Leben. Wenn es nach dir ginge, hätten wir die Apartheid nie abgeschafft. Nein. So simpel ist das nicht. Die sollen erst mal lesen und schreiben lernen und arbeiten lernen, die Schwarzen. Gleichheit kann man nicht per Gesetz verordnen. Es gibt keine Gleichheit unter Ungleichen. Schauen Sie sich das Chaos an. Wenn wir heute dieses Land den Schwarzen übergeben würden, die würden es runterwirtschaften. Und die würden dieses reiche Land verarmen lassen. Und am Schluss hätte jeder Hunger. Und deshalb werde ich Sie und Ihre scheißliberalen Ideen bekämpfen, wo ich kann. Spucken Sie mir nicht weiter in die Suppe, Bischof. Das bringt Ihnen nichts. Ich habe Freunde in der Regierung, die unterstützen mich. Ich könnte auch Sie unterstützen. Von jemandem, der so redet wie du, Karl, kann man sich nicht unterstützen lassen. Wir können die Entwicklung nicht aufhalten. Das müssen wir endlich kapieren. Und Einfluss nehmen in diesem Prozess. Dafür sorgen, dass beide Seiten davon profitieren. Du redest bald wie er. Und Sie werden das nie verstehen. Ganz genau. Das werde ich nie verstehen. Politik? Geht's mal wieder um Politik? Hallo, Bernard. Hallo, Joe. Hallo. Nein, es geht darum, dass ich wieder einmal ein unverbesserlicher Realist bin. Was manche Leute gerne mit Rassist verwechseln. Du hast wirklich solche Freunde, Bernhard? Das kann ich fast nicht glauben. Komm, Anina, wir lassen diese beiden Streithände allein. Sonst wird das nie was mit meinem Testament. Was heißt der Testament? Wir können doch aufs Leben anstoßen mit Anina. Karl, ich muss arbeiten. Ist sie nicht großartig? Also ich finde sie großartig. Thank you.
Haben Sie schlecht geträumt? Ich habe von dem hellblauen Pickup geträumt. Ich habe Angst und mir ist saukalt. Ich bringe Sie wieder rüber. Brauchen Sie noch was? Kann ich. Ich meine, darf ich hier schlafen? Sicher. Ich schlafe im Sessel. Wenn er rauskommt, ob er jemals wieder und Sie helfen mir, den Männer zu finden. Frühstücken, Kindchen. Ich bin morgens auch immer unterzuckert. Sie laufen heute schon viel besser, aber Sie müssen was tun, sonst wird Ihr Fuß steif. Tee oder auch Kaffee? Kaffee, bitte. Danke. Hannes braucht eine Frau. Jane hat ja leider einen anderen geheiratet. Es ist nicht so, wie Sie denken. Ja, ja. Das ist immer ganz anders. Vor allem, als man selber denkt. Aber wenn Sie schon nicht richtig essen, dann müssen Sie jetzt was arbeiten. Das ist immer noch die beste Ablenkung. Glaub mir, Kindchen, ich weiß das. Also hier, mein Bein. Ich traue ja der ganzen Ärztebagage nicht, aber bevor es wirklich steif bleibt. Ich meine, Sie können das doch, also machen Sie was. Na gut, dann müssen wir das erstmal da rausholen. Es ist alles sinnlos. Ach, Blödsinn. Jeder Tag bringt dich ein kleines Stück weiter. Zwei Schritte vor und einen zurück, das kenne ich seit Jahren. Aber im Moment habe ich das Gefühl, als würde ich rückwärts gehen. Wann fährt sie nach Deutschland? Kommt sie dann wieder? Das hat damit nichts zu tun. Bist du sicher? Ja. Vielleicht bräuchtest du doch eine Familie. Jane, bei meinem Leben. Ich würde alle nur unglücklich machen. Du solltest zu Ben nach Kapstadt ziehen. Damit Emily bei ihrem Vater ist? Nein, da bin ich wie du. Keine Kompromisse. Du hast recht. Keine Kompromisse. Wir müssen los. Thank you.
geschlagen? Bist du wahnsinnig, damit es live gesendet wird? Aber Sie hätten mich in meinem Büro anrufen können. Ja, das habe ich versucht, aber ich konnte Sie irgendwie nie persönlich erreichen. Ach so, Sie waren das, der seinen Namen nicht hinterlassen hat. Ich wollte Sie wiedersehen. Und Ihnen ein interessantes Angebot machen. Und dafür mussten Sie mich wiedersehen? Wollen Sie nicht rangehen? Karl, du musst sofort kommen. Die machen hier einen riesen Aufstand. Ja, also wir müssen diese Rippen füllen. Berichten wir immer noch live von der toxischen Mülldeponie. Der Protest richtet sich gegen die unverantwortlichen Lebensbedingungen dieser Siedlung. Wir interviewen gleich den örtlichen Geistlichen, der diese Demonstration organisiert hat. Ganz schön clever. Ich stehe hier mit dem Bischof und den Familien, die eine wahre Tragödie durchleben. Das Land, das ihnen vom Staat geschenkt wurde, ist nicht nur... So ein Skandal. So ein Skandal. Für Sie, Bischof von Utsimwubu, wie für mich. Wir beide, die wir die Kinder Afrikas lieben, wir sind hintergangen worden. Von Menschen, die unsere Hilfsbereitschaft ausgenutzt haben. Aber glauben Sie mir, wir beide werden in Zukunft unsere Gesellschaft vor solchen Menschen schützen, die skrupellos Unschuldige in Krankheit und Elend treiben. Ich, Karl Hauer, ich verspreche Ihnen, ich werde in Zukunft weiter Häuser bauen. Häuser mit Wasser, Häuser mit Elektrizität. Ich werde das Aufbauprogramm der Regierung weiter unterstützen. Denn eines ist klar. Jeder in diesem Land hat das Recht auf eine menschenwürdige Behausung. Hey! Das war der Bauunternehmer Karl Hauer. Zufrieden, Bischof? Die Runde haben Sie gewonnen. Aber freuen Sie sich nicht zu früh. Du hast es geschafft. Du hast es wirklich immer wieder geschafft. Wir werden alles für dich tun. Das verspreche ich dir. Und in ein paar Wochen, wenn es dir besser geht, sind wir alle wieder auf Rosebud. Stefan, wir bringen Sie jetzt zum Tisch. Okay. Nein. Laden Sie ruhig. Ganz ruhig. Nicht da. Nicht. Was hast du getan? Das kannst du doch noch gar nicht. Ich will, dass du nach Deutschland zurückfährst. Rede mit allen. Und sag ihnen, dass sie mich total vergessen können. Bitte tu's für mich. Hm? Ich komme wieder, mein Schatz. Ich passe auf ihn auf. Und wenn du wiederkommst, dann wird's ihm schon sehr viel besser gehen. Versprichst du mir das? Ich verspreche es dir. Ciao. Du musst fahren. Ciao. Ich fahr schon. Halt. Du verpasst noch deinen Flug. Das in der Nacht, das hat dir nichts zu bedeuten. Ich weiß. Obwohl es mir was bedeutet hat, aber das spielt keine Rolle. Ich will ihn nicht verletzen. Du hast ihn nicht verletzt, auch nicht verraten. Es ist einfach passiert und ohne Belang. Kommst du wieder? Soll ich denn wiederkommen, Hochwürden? Für ihn.
Du musst wiederkommen. Für Stefan. Ich werde nie wieder mit ihr schlafen können. Punkt. Ich bin nach Deutschland gefahren, habe da alles auf Eis gelegt, weil ich hier sein will bei dir. Aber ich kann tun, was ich will. Ich erreiche dich nicht mehr. Warum gibst du ihr keine Chance? Miriam braucht ein anderes Leben. Und ich auch. Ich habe Angst um ihn. Und um mich. Du hast deinen Kopf. Der ist völlig in Ordnung. Dann gebrauch ihn gefälligst und bring Ordnung in dein Leben. Da bin ich gerade dabei. Es geht darum, wie ich mir das denke. Mit der Rosebud. Das interessiert mich einen Scheißdreck, Vater. Ich will, dass ihr sie mit Arbeit zuschüttet. 24 Stunden rund um die Uhr. Hier bin ich geboren, aufgewachsen und jetzt am Ende wieder hier angekommen. So schließt sich der Kreis. Was meinst du damit? Warum gehst du mir aus dem Weg? Er erstickt und ich kann nichts tun. Ich möchte, dass du dich um sie kümmerst. Stefan, ich kann mich nicht um sie kümmern. Sie liebt dich. Du liebst sie doch auch, oder? Das, was du glaubst zwischen Joe und mir, das stimmt einfach nicht. Sag ihm, was los ist. Es wird ihm helfen. Es bringt ihn sonst um. Wir müssen diesen Teufelskreis irgendwie unterbrechen. Nein, nein, Sie können nicht mit. Nein! Miriam, steig ein! Du musst mich bei diesem Kampf unterstützen. Joe, wenn du jetzt nicht Ja sagst, dann hast du nie gelebt.